den Michel Pfeiffer unterstützt. Ist es wie für 6 weitere Musiker, wie der Sina, der Aileen, der Ann-Sophie, dem André, der Helen und der Isabel, der erste große Auftritt mit den Aktiven. Mit Isabel Kappler und Helen Glaser sind gleich 2 junge Musiker im Klarinettenregister nachgerückt. Damit zählen die Klarinetten zum jüngsten Register bei den Gechingern. Diese möchte ich Ihnen auch gerne noch kurz vorstellen. Das ist der Andreas Scheible, Ann-Kathrin Breitling, Isabel Kappler, Melanie Heinkele, Helen Glaser, Nina Weinhardt, Nadine Stahl und Jana Löffler. Nun aber zurück zu unseren beiden Solisten. Axel Dürr spielt seit 42 Jahren beim Musikverein, hat einige Lehrgänge im Kreisverband absolviert und war auch in der Jugendausbildung sehr engagiert. Heute spielt er auch beim Symphonischen Blasorchester Nordschwarzwald und ist einer von beiden Trompetern bei den Golmern. Michel Pfeiffer ist ein paar Jahre jünger. Mit seinen 13 Jahren ist er schon ein großes Musiktalent. Mit 7 Jahren begann er Trompete zu spielen. Auch die Posaune ließ er 2 Jahre lang erklingen. Und zu Hause spielt er gern Klavier und nimmt auch Gitarrenunterricht. Sie merken schon, Sie können sehr gespannt sein auf sein erstes großes Solo mit seinem Kollegen Axel Dürr. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Lehnen Sie sich nun zurück und genießen Sie die wunderschöne Ballade Wunderland bei Nacht von Bert Kämpfer. Kriegt also Michel. Thank you.